Nächster ist Ernst Gödel, Integrationssprecher der ÖVP, ein Jurist aus Dobel-Zwaring bei Graz. Danke, Herr Präsident, geschätzter Herr Bundesminister, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, in der Theorie ist vieles einfach gesagt, aber ich denke, wir sollten auch ein paar praktische Dinge ansprechen. Zum Ersten möchte ich mal ganz klar betonen, dass auf allen Ebenen, wo Asylsuchende oder Asylberechtigte betreut werden, sei es auf Gemeindeebene, auf Landesebene oder auf Bundesebene, in den meisten Fällen hervorragende Arbeit geleistet wird im Sinne aller Menschenrechte, die wir natürlich alle gemeinsam einhalten müssen. Denn es schwingt hier manchmal so mit, als wäre hier einiges nicht in Ordnung. Jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass wir sehr wohl die Obsorge verbessern. Aber nur damit man vielleicht auch ein paar Zahlen sich verinnerlicht. Der Herr Bundesminister hat schon in der Anfragebeantwortung auch ein paar Zahlen genannt. Wir haben derzeit wieder weltweit verstärkte Migrationsbewegungen. Und es gibt eine starke Bewegung auch Richtung Europa und ganz besonders auch in Richtung unseres Landes. Allein im heurigen Jahr haben 35.000 Menschen in Österreich Asyl beantragt. Über 4.000 unbegleitete minderjährige Fremde sind darunter. Also minderjährige Menschen, die ohne Eltern, ohne Begleitpersonen kommen und bei uns in Österreich Asyl beantragen. Natürlich müssen wir hier einen starken Fokus legen, aber hier passiert auch sehr vieles. Dass wir die Obsorge verbessern, ja, das haben wir so erkannt, das soll und muss so geschehen. Aber zu sagen, dass Österreich hier quasi in diesem Bereich fehlerhaft oder vielleicht sogar vorsätzlich handelt, das müssen wir doch entschieden zurückweisen. Wir verlängern heute auch wieder einige Sonderfristen im Zuge der Corona-Bekämpfung, weil wir natürlich sicherstellen wollen, dass trotz Corona-Pandemie, die uns viele Einschränkungen bringt, wir sicherstellen müssen, dass es korrekte Verfahren gibt, dass es ein korrektes Vorgehen im gesamten Asylbereich gibt. Und so verlängern wir zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass wenn unbegleitete minderjährige Fremde Asyl beantragen, dass sie nach ihrem Antrag nicht nur in den Erstaufnahmestellen untergebracht werden dürfen, sondern auch in den Regionalstellen und in den Außenstellen, damit wir auch die Corona-Pandemie auch in diesem Segment bestmöglich bekämpfen können. Also wir haben hier vieles zu tun, aber Österreich ist hier stark gefordert, aber Österreich tut auch sehr vieles. Und das soll auch anerkannt werden. Dafür soll auch allen ein Dank ausgesprochen werden, die dafür Verantwortung tragen. Und ganz besonders auch unseren Bundesminister und auch ganz besonders seinen Vorgänger in diesem Ministerium, Karl Nehammer, der es auch immer für sehr wichtig empfunden hat, hier ganz konkrete, klare Vorgangsweisen zu haben, aber immer im Sinne, ganz klar im Sinne der Kinderrechte und auch im Sinne der Menschenrechte. Applaus